Wenn es draußen kalt ist, dann packe ich mich warm ein. Wie sieht es aber mit dem Pferd aus? Brauche ich da im Winter auch eine Decke? Oder manchmal ist sie vielleicht sogar zwingend notwendig? Das klären wir heute in einer neuen Folge Basics mit Kati. Es geht um Winterdecken. Regina Mühlmann ist unsere Expertin. Sie arbeitet als Pferdewirtschaftsmeisterin am Rosenhof in Bergheim. Hallo. Hallo, Kati. Vielleicht erstmal vorab die Frage, Pferde sind ja eigentlich mit dem Winterfell super von Natur aus ausgerüstet für den Winter. Warum trotzdem manchmal eine Decke? Ja, wir scheren zum Beispiel unsere Sportpferde im Winter. Da ist das Fell natürlich sehr kurz und deswegen brauchen die schon eine Winterdecke. Einfach, um nicht zu unterkühlen. Ganz genau. Mhm, okay. Wenn ich jetzt eine Decke kaufen möchte, gibt es da irgendwie so Größeneinheiten? Ja, in Zentimetern. Mhm. Also entsprechend der Rückenlänge, zum Beispiel von 1,25 bis 1,55. Und das mache ich am besten mit einem Maßband, lege ich selber Hand an und messe das selbst einmal aus, dann weiß ich es ganz genau. Okay, das zeigen wir doch gerade mal. Können wir einmal zusammen machen. Ja, gerne. Hier am Widerrist. Genau, ruhig hier. Genau. Bis, okay, bis nach hinten. Ja. Dann lege ich es ganz locker hier am Rücken entlang. Soll ja auch nicht zu eng sitzen, die Decke. So, dann sehe ich jetzt schon hier ungefähr, ist es zwischen 1,35 und 1,45. Dann ist es die richtige Rückenlänge. Und dann probiere ich einfach mal zwei Decken aus und gucke, ob die passen. Okay, wir haben natürlich auch Decken mitgebracht. Ja. Das schauen wir jetzt mal an, wie man die auch genau anzieht. Und dann gucken wir auch mal, ob die gut passt oder ob wir da vielleicht besser was anderes auswählen. Genau, machen wir. Hier haben wir eine robuste Winterdecke. Für Stall und Paddock ist die geeignet. Ja, lege ich die einmal auf. Gucken, ob die passt. Ja. Ja, sieht gut aus. Mache ich jetzt vorne einmal zu. Naja, ist auch hier mit so Reflektorstreifen. Richtig. In der Dämmerung oder so ist auch Wasser abweisend. Genau, Wasser abweisend merke ich auch, wenn ich so drüber streiche. Kann ich also auch das Pferd mit aufs Paddock stellen, wenn es mal regnet. Hier mit der bequemen Gehfalte, wenn sich das Pferd bewegt, damit das nicht hier eingeengt wird an der Schulter und hier an der Schulter vor allen Dingen dann scheuert. Ja, zugemacht werden muss die Decke auf der anderen Seite. Genau, dafür können wir sie ja einmal losmachen. Hältst du sie fest? Ich drehe sie einmal um. Okay. So, gehen wir mal gerade hierher. Halt sie am besten mal kurz fest. So. Das kann. Ist auch wieder eine Kreuz, also mit Kreuzgurtung. Unter dem Bauch einmal quer drüber, ja. Genau, dann hält das auch besser. Also damit sich das Pferd dann auch mal irgendwie wälzen kann. Richtig. Oder auch ein bisschen toben kann, ja, draußen. Genau, damit die Decke wirklich sehr gut sitzt. Da hängen hier noch mehr Strippen. Ja, für die Hinterbeine, das mache ich auch über Kreuz. Ja, damit wirklich, wenn die sich mal wälzen, die Decke wirklich sicheren Halt hat. Es gibt verschiedene Decken, auch was die Wattierung angeht, also unterschiedliche Dicke und auch unterschiedliche Stoffqualitäten. Genau. Das wird in Denier gemessen. Das heißt, je höher da die Anzahl ist oder die Zahl ist, umso robuster ist die Decke. Weil umso feiner ist das Garn, aus dem die Decke gemacht wird. Ja, und umso reißfester ist die Decke dann. Also verschiedene Wattierungen und verschiedene Denier-Stärken kann man beachten beim Kauf der Decke. So, ist jetzt zwar nicht der Fall, wir haben nicht gerade gearbeitet, aber sagen wir mal, das Pferd wäre jetzt nass geschwitzt. Hier ist nochmal eine Abschwitzdecke, da können wir das vielleicht mal demonstrieren. Und vielleicht kannst du auch nochmal sagen, warum das so wichtig ist. Ja, ich lege die erst einmal auf. Mhm. Wird auch angelegt, wie jede andere Decke auch. Den Schweif kann ich noch fixieren, dass die Decke da nicht drüber rutscht. Schließe die hier vorne. Ja, das ist besonders dann wichtig, wenn das Pferd wirklich nass in die Box kommt. Die Feuchtigkeit muss hier abtransportiert werden. Mhm. Und an diesen Decken legt sich die Feuchtigkeit auf den Decken ab. Und das Gute ist, dass die von unten drunter wirklich schön trocken bleiben. Mhm. Das heißt, die Pferde frieren dann nicht wieder, trocknen von unten und die ganze Feuchtigkeit legt sich schön oben auf die Decke ab. Das Wichtige ist natürlich, dass die Pferde nicht so lange mit der Decke in der Box stehen bleiben, bis die Feuchtigkeit wieder durch die Decke unten ans Pferd zieht. Also wirklich nur eine Stunde, anderthalb Stunden,
Dann werden die Pferde umgedeckt, das heißt die Abschwitzdecke runter und dann kommt die Stalldecke wieder drauf. Ja, ist ja ähnlich wie bei Menschen. Also wir sollen ja auch nicht nass geschwitzt irgendwo ganz im genau. Kalten oder im Durchzug richtig. Stehen. Also auch im Winter ja. macht es durchaus in manchen Situationen Sinn, dem Pferd eine Decke anzulegen. Gerade bei geschorenen Pferden ist es ganz wichtig, damit sie nicht unterkühlen. Dann ist es grundsätzlich so, dass die Decken auch das Fell ein bisschen kürzer halten, wenn sie getragen werden. Dann schwitzt das Pferd nicht so bei der Arbeit beim Schwitzen oder nach dem Schwitzen. Auf jeden Fall Abschwitzdecken, die beugen dann eine Erkältung vor.